ich bin Thorsten. Herzlich willkommen bei TV Total. Heute mit einer weiteren letzten Chance für Günni. Außerdem zu Gast Großstadtrevier-Legende Jan Fedder und Star-Search-Gewinner Martin Kesici. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan Schön. Herzlich willkommen bei TV Total, meine Damen und Herren. Ja, ein schöner Abend wartet auf Sie. Machen sich gemütlich, nehmen sich ein paar Chips, hauen sich eine Flasche Korn rein. Das kann es nicht viel schlimmer machen. Wir haben, diese Schlagzeile hat mich heute Morgen überrascht. Sehen Sie mal, zu viel Sex bei Big Brother. Arzt verbietet Wusso TV-Auftritt. Und da habe ich mich gefragt, welcher Arzt ist denn für Herrn Wusso zuständig? Quincy? Ja? Oder Daktari, ja, man weiß es nicht so genau. Mittlerweile. Oder Professor von Hagens, kennen Sie den? Herr Wusso, bitte zum Plastinieren. Ach nee, der ist ja schon plastiniert. Mit Obstler. So. Ja, schade, jetzt muss Klaus hier und Wusso wieder zurück zu Witwe Scholz in den Survivor-Bereich. Ja, so hart kann das Leben manchmal sein. Oh, jetzt schon eine Werbung. Heute etwas früher Werbung. Dafür gleich geht's weiter, meine Damen und Herren. Und zwar hiermit. Und zwar gleich bei uns zu Gast Legende, die Legende aus dem Großstadtrevier, Jan Fedder und der Star-Search-Gewinner Martin Käseschi. Und eine weitere letzte Chance zu Günni. Das alles gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Jan Fedder heute Abend noch bei uns zu Gast. Ich habe noch eine weitere Schlagzeile, die mich heute Morgen schwer erregt hat. Haben Sie das gelesen hier? Putzen macht geil. Ja. Erste wissenschaftliche, das Bild daneben auch, müssen Sie sich mal reinziehen. Ja? Erste wissenschaftliche Studie, Putzen macht geil. Das heißt für die Männer noch ein Grund weniger im Sitzen zu pinkeln, meine Damen und Herren. Oder? Vielleicht mal drüber nachdenken. Ja. Das ist doch toll, da können die Frauen jetzt das Vorspiel alleine machen. Ja? Was will man mehr? Ist auch gut. Ich meine, da kann man natürlich kann man sich sicherer sein jetzt, ja, weil einen sauberen Fußboden kann eine Frau nicht so einfach vortäuschen, meine Damen und Herren. Ja. Da wissen Sie in, ja, ja, da wissen Sie in Zukunft. Ja, da wissen Sie, meine Herren, in Zukunft, was gemeint ist, wenn Ihre Frau sagt, ich wisch noch mal kurz vor euch durch. Ja? So, dann, es gibt was Neues, meine Damen und Herren, beim deutschen Sportfernsehen. Beim DSF gibt es eine neue Sendung. Und jetzt raten Sie mal, mit wem? Na, mit? Genau. Mit Boris Becker. Und auf dem DSF läuft jetzt immer ein Trailer für diese neue Show. Und also da muss man sagen, da haben die sich ins Zeug gelegt. Das hat Geld gekostet. Das sieht nach Hollywood aus. Also wenn das nicht George Lucas ist, dann weiß ich es nicht. Schauen Sie sich bitte den Trailer für die neue Show mit Boris Becker an. Time.
Sein neuer Santa Court. Boris Becker im Gespräch unter vier Augen mit den Topstars aus der Welt des Sports. Ab 27. April nur im DSF. Willkommen in meiner neuen Sendung Becker 1:1. Ich freue mich auf Sie. Süß, oder? Neu beim DSF. Becker 1:1 heißt die Sendung. Ja. Ich hätte so einen Titel vorgeschlagen wie Becker New Balls, Please. Ja, zum Beispiel. Oder auch nicht schlecht wäre Becker Advantage Ermacover. Ja, zum Beispiel. Auch ein guter Titel. Also in die Sendung werden Größen des Sports eingeladen. Vielleicht kann man da ja auch mal den ehemaligen Wok-Weltmeister einladen, meine Damen und Herren. Ich glaube, der würde kommen. Ich würde mich dafür einsetzen. Ja. Und jetzt was Tolles von RTL, und zwar bei Exklusiv, ein Bericht, wie Dieter Bohlen, ich glaube in Spanien, in Valencia, ankommt, aus dem Auto aussteigt, zu lange in der ausgestiegenen Position verharrt, der Wagen fährt schon los und schauen Sie bitte, was passiert. Auch wenn Dieter Bohlen hier noch fröhlich lacht, schon die Ankunft in Valencia hat es in sich. Die Ferse des Popproduzenten wäre beinahe komplett überrollt worden. Ja, ganz schön schmerzhaft, so ein Plattfuß. Was hat sich denn der Fahrer dabei gedacht? Dieser Stümper. Ich hab doch gesagt, übers Gesicht. Ja. Ich glaube, das war die Rache von Geronimus Cadillac, meine Damen und Herren. So, und dann haben wir was Tolles für Sie, und zwar beim ZDF Morgenmagazin. Ja, gab es das erste Interview von Wladimir Klitschko nach dem verlorenen Boxkampf, Sie erinnern sich, gegen Lehman Brewster am letzten Sonntagmorgen. Und ja, dass er noch nicht so ganz fit war, können Sie an dem Interview erkennen. Schauen Sie hier. Es gibt jetzt viele verschiedene Meinungen, aber die letzte Meinung werde ich machen und die letzte Entscheidung werde ich machen, weil es liegt an mich selbst, und ich werde Folgendes sagen. Versetzung folgt. Versetzung folgt, ja? Aber nicht mit einer 5 in Sport, ja? Möchte ich mal hier, ja? Wenigstens spricht er jetzt schon von Versetzung, ja? Am Sonntagmittag nach dem Kampf wollte er noch in den Laufstall und Teletubbies gucken, ja? Wladimir linke, rechte, linke, linke, ja? Und da hat was bei, ich glaube, Wladimir kommt wieder. Ja, das wird schon wieder 2 Milchschnitten, alles ist okay. Dann habe ich bei Premiere ein bisschen Fußball geguckt. Am Sonntag, ne? Was am Sonntag? Bayern gegen Schalke? War Samstag? War das von Samstag? Bayern gegen Schalke, Samstag, ja. Und wer war im Stadion, meine Damen und Herren? Thomas Gottschalk hat sich das Spiel Bayern gegen Schalke angeguckt. Und offensichtlich hatte sich Thomas Gottschalk, bevor er zu diesem Spiel gegangen ist, im Bayern-Fanshop noch mit der FC Bayern-Fankleidung eingedeckt. Schauen Sie mal hier. Thomas Gottschalk, freue mich, dass Sie da sind. Wer oder was hat Sie heute hierher gelockt? Ja, ich habe meinen Sohn dabei. Die sind ja in Kalifornien immer etwas am Basketball. Und da steht sie am Dienstag schon 86-82. Aber er ist ein riesen Bayern-Fan und finde es toll. Und ich natürlich, bin ja Bayern-Mitglied. Super, oder? Da weiß man gar nicht, wo hört die Frisur auf, wo fängt der Kragen an. Ja? Super. Totschick. Und wir haben. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man in so einem Fummel beim FC Bayern München auf der Ehrentribüne rumläuft. Muss man sich nicht wundern, wenn man von Karl Rummenigge angebaggert wird. Ja? Ich glaube, dieser Mantel ist das Hässlichste, was jemals in einem DHL-Paket transportiert wurde. Ja.
Und jetzt, meine Damen und Herren, noch ein kleiner Ausschnitt. Wir haben ja gestern schon darüber berichtet vom ARD-Frühlingsfest der Volksmusik, moderiert vom fantastischen Florian Silbereisen. Und dort sind auch die Wildecker Herzbuben aufgetreten, diesmal in einem ganz anderen Look. Und das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Schauen Sie sich das hier an. Was ist da denn da los? Da kann ich mir genau vorstellen, wie Rainer Kallmund zu Hause vor dem Fernseher sitzt, ja, und sagt, was soll denn daran lustig sein? Ja. Was ist denn daran lustig? Kann ich nicht drüber lachen. Ja. Haben die nicht was Lustiges? Ja. Und dann auch was sehr Interessantes, in der ARD-Sendung Plus Minus habe ich einen Beitrag gesehen, da wurde der Verbraucher etwas reingelegt, und zwar in einer Frittenbude, wurde vorgegaukelt, dass es neben den normalen Fritten auch genmanipulierte Fritten gibt. Ja? Die genmanipulierten Fritten waren etwas billiger als die normalen Fritten. Und da haben die mal getestet, wie sich die Leute dann entscheiden und warum. Ja? Sie sich, wenn sie sich für die genmanipulierten Fritten entscheiden, warum sie sich denn für diese genmanipulierten Fritten entschieden haben. Und das sagt Ihnen die folgende Frau. Sehr interessant. Hören Sie mal. Gesundheit, egal. Hauptsache billig. Geschmacklich ist auch kein Unterschied. Kein Unterschied. Nee, dann nehmen wir zwei Genpommes mit Mayo und Ketchup. Mhm. Sie haben jetzt einmal Genpommes bestellt. Darf ich mal fragen, wieso? Weil es mir im Prinzip egal ist. Was für Pommes ist für die Kinder. Genpommes für die Kleinen. Ja, einmal Genpommes für die Kleinen. Was soll denn schon passieren, meine Damen und Herren? Außer vielleicht. Ja. Wie man sich als Mutter richtig verhält, meine Damen und Herren, und den Kindern die Genpommes unauffällig entwendet, das sehen Sie hier. Achten Sie mal bitte auf die Mutter, die neben ihrem Kind ist und mit welchem Trick sie da hantiert. Schauen Sie mal. Andere Legoländer genießen schon ihren Park. Vor dem Grill feiert Ramona Stark von der Legoland-Rezeption mit ihrer Tochter Geburtstag. Sie ist von Anfang an dabei und hat wohl das beste Gespür für die Stimmung. Ja, das ist mal ein Trick, oder? So schützt man seine Kinder vor den manipulierten Fritten. Und wir haben also noch was Interessantes gesehen beim MDR, in der Sendung Hier ab 4. Es geht um den Fulltime-Job Bischof. Ja, hören Sie mal, wie lange so ein Bischof arbeitet am Tag. Unfassbar. Wenn man die Geschichte kennt, dann ist es sozusagen ein Bilderbogen zu der Passionsgeschichte Jesu. Zeit, ins Kino zu gehen, haben Sie ohnehin nicht viel. Wir haben es vorhin gehört, 70 Stunden Arbeitstag. Erzählen Sie uns mal, was passiert an einem ganz normalen Arbeitstag eines Bischofs? Ja, ein 70-Stunden-Arbeitstag, extrem harter Job, meine Damen und Herren, wenn Sie Bischof sind. Ja, dafür haben Sie zwar auch 17 Monate Ferien, ja, aber müssen Sie durch. Die Bischofsgewerkschaft fordert jetzt den 35-Stunden-Tag. Ja, soweit ist es schon. Harter Job, Bischof, meine Damen und Herren. Wir machen jetzt ein kleines bisschen Werbung. Nach der Werbung sehen Sie bei uns das hier. Und zwar heute ist bei uns zu Gast Jan Fedder aus dem Großstadtrevier und Martin Kesici aus Star Search. Und Günni bekommt heute eine weitere letzte Chance. Ich glaube, heute hat er sehr gute Chancen. Das ist sehr lustig, was da auf Sie zukommt. Bleiben Sie also dran. Bis gleich.
Egal, gleich noch bei uns Martin Käseschi. Wir haben noch einen tollen Beitrag gleich für Sie. Ja, erzähle ich Ihnen gleich. Und jetzt kommt ein junger Mann zu uns, der seit 75, 80 Jahren, ja, im Großstadtrevier seine Runden zieht. Oder? So lange gibt es die Sendung doch schon. Ja. Und mit seinem Partner Johannes Heesters hat er. Was ich sagen will, ist eine sehr erfolgreiche Sendung, die seit weit über 10 Jahren auf Sender ist. Und er ist die ganze Zeit, glaube ich, schon mit dabei. Begrüßen Sie recht herzlich Jan Fedder, meine Damen und Herren. All the way from the Großstadtrevier. Wie lange ist das jetzt schon? Wie lange gibt es das Großstadtrevier jetzt schon? Seit 18 Jahren und ich bin 14 Jahre dabei. Seit 18 Jahren? Ja, ich wie lange gibt es dich schon? Mich gibt es seit 37 Jahren, ich bin aber auch erst seit 25 dabei. Ja, ich habe mir gedacht, seit 92, aber seit 92 spielst du mit, oder? Seit 90. Ist egal. Unfassbar, 14 Jahre Großstadtrevier. Ja. Und die ganze Zeit Polizeiobermeister geblieben? Ja, leider. Nicht befördert worden? Nee, irgendwie nicht. Woran also jetzt ein bisschen dann doch, aber eigentlich hätte ich ja schon Deutschlands Polizeipräsident Nummer 1 sein müssen mit den ganzen Fällen, die ich da gelöst habe. Aber ja, dafür bin ich Ehrenkommissar in Hamburg und Ehrenkommissar in Schleswig-Holstein. Das ergibt sich dann. In echt? Ja, ja. Oder, ach wirklich? Ja, ja. Ehrenkommissar? Mhm. Was darf man dann? Ja, du, was du auch darfst dann, falls du mal in die Verkehrskontrolle kommst. Oder sag ich, so, ich bin Ehrenkommissar. Ja, dann genau, sag ich, weiter, ja, weiter. Fahr weiter. Nee, ernsthaft? Nein, nein, oder? Nein. Man darf da nicht falsch parken, dann kriegt man keine Vergünstigung. Nee, das ist doch also es ist sozusagen ist ein Schiss wert. Ja, ja. Ehrenkommissar. Ja. Toll. Ja, und du machst auch Musik. Ja. Ich wusste das gar nicht. Ich habe das erst. Wieso? Ich war doch bei dir schon mal eine Stunde mit den Big Balls bei Viva. Tatsächlich, jetzt fällt es mir wieder ein. Du warst sehr zahm damals. Wann war das? Wann war das? Das muss 6, 7 Jahre her sein. Ja, tatsächlich. Dann haben wir gesagt, Alter, wenn du Scheiße baust, hauen wir dir auf den Kopf. Habt ihr gesagt? Haben wir gesagt. Was hab hast ich du gesagt? Hast dich nicht dran gehalten. Hab ich nicht dran gehalten. Wie heißt die Band? Darf ich das nochmal fragen? Big Balls and the Great White Idiot. Ah. Und Big Balls, kann man das ins Deutsche übersetzen? Ja, kann man das übersetzen? Was ist das? Dicke Eier. Ja. Und der große weiße Idiot. Wer ist das? Bist du das? Ja, das weiß ich ja nicht. Da war ich ja noch nicht dabei damals. Ach so, was spielst du? Spielst du ein Instrument auch dort? Ich habe Schlagzeug gespielt, aber sehr schlecht. Das heißt, du singst jetzt? Ich singe jetzt, ja, weil das mit dem Schlagzeug nicht gegangen ist. Ich hoffe. Hol mir dein Ding raus, so. nein, die andere war nicht da. Das kommt immer gut an, sowas. Okay. Ja. Ja. Schon Stimmung im Saal. Ja, hol mal dein Ding raus. Ja, oder ja, richtig. Genau. So, ich möchte aber erst noch was anderes hören. Ja. Den Titelsong vom Großstadtrevier. Ja. Das ist Truckstop-Song, ne? Ja. Kannst du das singen? Du hast doch diese Säufer, also diese tiefe Stimme. Ja. In der Kritik stand neulich Kettenraucherstimme. Auch nicht schlecht. Rauchst du? Nee. Nee. Hört man doch. Wie kriegt man denn so eine Stimme? Also das kriegt man nicht allein vom Saufen und vom Rauchen, ist ja, ja normal. Nein, ja, endlich mal einer, der es sagt. Da kannst du, wenn du ganz unten bleibst, kannst du schon den Barry White machen, oder? Entweder den Barry White, aber ich kann immer noch auf den Hamburger Dom gehen, dann auch kannst du den ansagen. Ich hab ja auch gerade wieder, Kirmes heißt das hier, ne? Oder? Kirmes, ja. Kirmes, ja. Ja, wieder zusteigen, wieder dabei sein, das macht Spaß, das macht Freude. Die nächste Fahrt geht rückwärts mit Stefan Raab. Ja, genau. Und jetzt das Großstadtrevier, okay, hau rein. Was ist der, wie der Text geht? Wenn der Schutzmann ums Eck kommt, nimmt der Stefan Reis aus, weil der Stefan den Ede nicht mag. Stefan fischt gern im Trüben, doch der Stefan treibt's ihm aus. Nee. So nicht! Ich dachte, das wäre eine niveauvolle Sendung hier. Entschuldigung, wir sind nicht im Hunsrück.
Nee. Entschuldigung. Mir lasse den Dom in Köln, denn da gehört der Held. Jetzt blamieren Sie mich nicht, meine Damen und Herren. Okay. Ich weiß ja, dass Sie gut gelaunt sind, meine Damen und Herren. Sind die umliegenden Dörfer heute hier? Ja. Das hast du jetzt davon. Ja, okay. Gut. Aber das war wirklich ärmlich, wie sie dir angefangen haben zu klatschen. Das muss ich Ihnen wirklich sagen. Sowas von dermaßen inkonsequent. Ja. So, aber lass uns doch mal über deine neue Platte sprechen. Ich wusste gar nicht, dass du auch Platten veröffentlicht. Hast du schon mal eine Platte veröffentlicht? Ja, bei dir doch damals haben wir die. Ach, damals? Ach so. Damals, ja. Aus Bock hieß die. Aus Bock. Und, ja, und die zweite heißt jetzt Vetter geht's nicht. Hat dir einer gekauft, die erste? Ja, ein paar. Aber das machst du nur zum Spaß oder willst du nicht wirklich Geld mitverdienen? Nein, nicht wirklich. Ja, was heißt, aber ich meine, es geht ja darum, um den. Ich habe das gerade eben nicht so mitgekriegt. Der ist ihm einer über den Fuß gefahren, oder was? Was? Wem? Dieter Bohlen? Ja, dem Klappstuhl aus Tötensee. Ja, genau. Ja. Der Fahrer ist ihm über den Fuß gefahren. Und ich hatte ein Angebot und heute habe ich gelesen, das macht jetzt Wolle aus dem Zwick, der singt dieses Lied Töten. Denn Dieter. So was gibt es? Was für eine Respektlosigkeit. Ich weiß. Oder? Ich möchte dir mal was zeigen. Na gut. Ich weiß nicht, wie das bei der ARD ist. Der Großstadtrevier ist eine Produktion vom NDR. NDR. Ich weiß nicht, ob man beim NDR auch gerne selbstkritisch... Die wollen doch singen. Ja, gleich. Lass dein Ding draußen. Ja. Siehst du, beim zweiten Mal, der ist schon, ja, dann ist der vorbei. Applaus kommt dann schon. Ja, nee, ist vorbei. Kommt da schon etwas spärlicher. Was wollte ich sagen? Achso, beim Bayerischen Rundfunk zum Beispiel ist man sehr kritikfähig. Gibt es auch solche Shows beim NDR wie beim Bayerischen Rundfunk, wo der Intendant des Bayerischen Rundfunks sich hinsetzt und mit Zuschauern und Hörern des Bayerischen Rundfunks diskutiert? Gibt es sowas beim NDR? Ich war mal öfters Diskussionspunkt da, ja. Aber sonst nicht. Die Sendung heißt nämlich Bayern, also BR unterwegs. Mhm. Und da sitzt dann tatsächlich der Intendant und hört sich die Kritik von Zuschauern und Zuhörern an. Mhm. Ja? Schau dir das mal an, ist sehr interessant, was die Leute da zu sagen haben. Die beschweren sich ein bisschen über das Programm. So, meine Damen und Herren, wie angekündigt, wir fangen gleich an. Wer macht den Anfang? Meine Frau, ihr scheit früh um 6 Uhr schon Bayern 1 sein. Und es läuft noch den ganzen Tag, da bin ich halt verpflichtet, da mitzuhören. Und Bayern 1 fällt mir auf, dass viele Berichte sehr oft wiederholt werden. Habe ich gesagt, jetzt rufe ich mal an. Habe ich Bayern 1 angerufen, bin auch gleich durchgekommen. Und wenn man da wer da dran war, ein Preis. Ich habe nichts gegen die Preisen, aber ich bin schon ein wenig erschrocken und dann habe ich losgelegt. Was das für ein Geschmarr ist und um dass das immer wiederholt wird. Das ist schon lange vorbei, das ist ein alter Käse. Und wenn ich mal Luft geholt habe, dann sagt der versteht mich nicht. Und dann sage ich, dann bring halt einmal einen Dolmetscher. Naja, das hat er nicht gesagt, hat er nicht hergebracht. Dann sagt er, ich soll ja mal Hochdeutsch sprechen, ob ich nicht Hochdeutsch kann. Da habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht. Da habe ich noch aufgehängt und habe zu meiner Frau gesagt, zeig die an, jetzt fahren wir auf Minden. Den machen wir anschauen. Ich glaube, schlimmere Volksunruhen gibt es derzeit nur im Irak. Ja. Mehr oder weniger. Und das Schlimm. Hört sich der Intendant tatsächlich an. Pass auf, jetzt geht's noch weiter. Ja? Und zwar, außer den Wiederholungen beim Bayerischen Rundfunk gibt es noch ein Problem, und zwar das Musikprogramm. Und da beschwert sich eine Zuschauerin, die ist ganz erbost. Schauen Sie mal her. Eine Kritik haben wir gehört, es war jetzt Lob und ich möchte jetzt auch eine Kritik sagen. Also es geht mir darum, dass der Bayerische Rundfunk, ich habe nichts gegen die Moderatoren, die sind wunderbar und auch nichts gegen die Information, die ist auch in Ordnung, aber ich habe was gegen ihr Musikprogramm. Und das Musikprogramm ist ja nun fast schon Kleinamerika. Also 60% ist amerikanisches Lieder und die anderen 40 ist dann deutsche und da sind es immer Wiederholungen. Entweder hört man bloß die Österreicher Liedermacher oder man hört die Münchner Freiheit mit ihren Frosch im Holz und Schwammerl in die Knie oder was. Also es ist kein Ding. So, die hat sich endlich mal Luft gemacht. Das waren übrigens nicht die Münchner Freiheit, sondern Spider-Murphy-Gang. Ja. Frosch im Holz, Schwammerl in die Knie. Kennst du noch? Ja. Die Nummer?
Da merkt man, die ist ordentlich sauer. Ja, wenn ihr es nicht passt, warum kauft sie sich keinen MP3-Player und lädt sich ihre Lieblingssongs aus dem Internet runter? Oder? Ja. Das wäre doch mal ein Vorschlag, oder? Ja. Da braucht man sich nicht zu beschweren. Ist so. Außerdem finde ich die lila Perücke geil. Hast du gesehen, die anhat? Ja, und die lila Perückenfrau ist natürlich nicht alleine. Ein anderer Diskussionsteilnehmer hat noch einen sehr konstruktiven Vorschlag. Den sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Eine deutsche Melodie und dann kommen drei amerikanische. Da möchte ich den Bayerischen Rundfunk bitten, das so umzugestalten, dass man drei deutsche Stücke spielt und dann eine amerikanische. Na, das ist so ein guter Vorschlag, oder? Drei Deutsche. Drei Deutsche, ein amerikanisches. Auch mal ein Lied von Jan Fedder. Ja. Hier von seiner neuen Platte. Fedder geht's nicht. Jetzt kommt noch was. Der Bayerische Rundfunk hat leider nicht nur Probleme mit dem Radioprogramm, sondern auch wenn es um Klassik und um das Wetter geht, ja, ist man nicht ganz zufrieden in Bayern. Schauen Sie bitte diesen jungen Mann hier an. Aber ich muss ein Kompliment machen. Heute früh, als ich die Wetterbeobachtung um 6.58 Uhr hörte, war unmittelbar davor eine leichte Klassik, nämlich Ballettmusik von Tschaikowski. Aber das ist das erste Mal gewesen, dass ich in dieser Richtung vor diesen Wetterbeobachtungen sowas gehört habe. Ja. Öffentlich-rechtlich. Oder? Langsam habe ich, wenn ich den Typ da gesehen habe, habe ich nicht nur das Gefühl, dass man in Bayern das schlechteste Radioprogramm, sondern auch noch gleichzeitig die schlechtesten Perücken hat. Ja. Jetzt kommt aber das Beste. Der Mann, der sich jetzt einhammert noch, der beklagt sich noch. Ja. Und zwar hat der ein spezielles Problem mit dem Fernsehen und dort im Speziellen mit den Filmen. Das sollten Sie sich auch mal anschauen. Ja, ich möchte ein ganz anderes Problem ansprechen. Und zwar geht es um Fernsehsendungen, hauptsächlich Spielfilme. Es gibt ja in der Bundesrepublik sehr, sehr viele alte Menschen. Viele, viele sind gehörgeschädigt. Nicht nur alte, auch junge. Da sitzt man im Sessel abends und schaut Fernsehen. Der Dialog plätschert so schön dahin. Auf einmal kommt eine Musikwelle auf uns zu, dass sie, wenn sie dann einen Kopfhörer noch aufhaben, dann aber schnell runterreißen. Weil dann wird es noch mehr geschädigt. Kann man das nicht ändern? Oder ist das alles auf den Film aufgespielt? Der Ton, die Musik, dieses plötzliche Einsetzen. Also mich stört's und es stört viele, viele tausend Menschen. Ja, so, das sind mal tolle Vorschläge, die da von den Zuhörern kommen. Und wir unterstützen die Senioren da. Genau, die Geschädigten. Und deswegen fordert TV Total erstens drei deutsche Lieder und ein amerikanisches. Mehr leichte Klassik vor der Wetterbeobachtung und kein plötzliches Einsetzen von Ton und Musik bei Filmen. So. Wir möchten, dass sich der Bayerische Rundfunk da mal zu äußert. Oder? Gibt es beim NDR nicht? Nee. Was hast denn du? Oh, jetzt habe ich noch mal hier. Ich muss noch mal deine Platte zur Hand nehmen. Was sind das für Titel? Was ist das für Musik, die du spielst? Das ist einmal das ist, unser Hauptding, Schicksal, das ist Lou Reed. Wie Schicksal ist Lou Reed? Das ist Walk on the Wild Side. Ah, wie? Eine deutsche Version von Walk on the Wild Side? Ja, das hat er dir ja damals gewidmet. Mir? Ja. Take a Walk on the Eiszeit. Oh. Das wollte ich mit dir ja noch spielen. Lou Reed, ist das, ja. ist das der für Ralf Siegel beim Grand Prix angetreten ja, ist? Ja, das war... Lou Reed, war Lou, das nicht die? Lou Reed, ja. Lou Reed. Ja, das hat er. Und was ist noch darauf? Was ist das für Musik? Ist das Rock'n'Roll? Ja, es ist Rock'n'Roll. Ja. Hauptsächlich sind Liebeslieder, es sind Balladen drauf. Und ganz, ganz wichtig, zum Schluss haben wir eine Punk-Techno-Version von dem lachenden Vagabunden. Ah, okay. Das haut richtig in den Karton. Ja. Und das ist für alle was und die ist ziemlich geil und klasse. Und selbstverständlich. Fedder geht's nicht. Ja, das kann ich nur bestätigen. Jan Fedder und Big Balls heißt sie. Fedder geht's nicht. Ja? Und weiter geht's auch im Großstadtrevier. Da bleibst du dabei, oder? Ja. Muss ich ja. Ja, dann kannst du irgendwann, wenn du 100 bist, zu Wetten, das gehen und sagen, ja, heute gehe ich ins Maxim. Ja. So. Dann bedanke ich mich, dass du zu uns gekommen bist. Viel Erfolg mit der Musik und viel Erfolg weiterhin mit dem Großstadtrevier. Jan Fedder, meine Damen und Herren.
dir. Ich möchte noch kurz was, kurz ein kleines Intermezzo bieten. Etwas, was ich gesehen habe bei RTL Punkt 12. Da will eine Frau Popstar werden und hat sich gedacht, ach guck mal, da mache ich mal mit. Die von RTL haben gute Vorschläge. Schauen Sie sich das hier an. Tina träumt von der ganz großen Showkarriere. Sie sieht sich nämlich als, man könnte sagen, eine zweite Britney Spears. Und deshalb braucht sie zunächst mal einen Schönheitschirurgen. I'll let you know I always be your girl. I'm still in love with you. Ich möchte gerne ein Popstar werden. Stimme dazu, denke ich, habe ich. Die Figur noch nicht ganz, denn ich möchte eine Sexbombe werden. Ja, und darum gehe ich den Weg zum Schönheitschirurgen, damit der mir meinen Traum erfüllt. Ja, ich glaube, das könnte klappen, oder? Wenn Sie, ja. Ich glaube, das könnte klappen. So ähnlich hat Britney Spears auch vor der OP ausgesehen. Ist unfassbar, oder? Wie RTL mittlerweile alles die Brüste bezahlt, ja, für solche Beiträge. Super, oder? Geile Stimme. Muss man sagen, Aussehen geht so. Von ihren Freunden wird sie schon Max genannt, ja? So, wir haben, wir haben jetzt einen jungen Mann bei uns, meine Damen und Herren. Wo man auch sagen muss, Stimme super, Aussehen geht so. Nein, er sieht dufte aus, er ist ein absolut charismatischer Typ. Und ich habe gestern schon eines meiner Lieblingsbilderrätsel der letzten Wochen hier Ihnen gezeigt. Na, wer könnte es sein? Hier, Martin Käseschi. Ist es? Martin Käseschi. Und deswegen begrüßen Sie recht herzlich den Gewinner von Star Search, Martin Käseschi, meine Damen und Herren. Lustig, oder? Ich hab's gestern leider nicht gesehen, ich hab ja davon gehört. Findest du lustig oder findest du geht gut so? Ich find's gut, aber ja, du hast eine Kleinigkeit dabei übersehen. War nicht meine Idee, war also einer von unseren fantastischen Autoren. Also. Und mit dem hatte ich Mitleid. Da hab ich gesagt, okay, komm. Ich hab da mal eine kleine Verbesserung mitgebracht. Hast du mitgebracht? Ui, Messer? Bin ja mal gespannt. Das ist Schafskäse, türkischer, denn... Ah, Martin Schafskäse. Martin Käseschi ist ja nämlich halber türkisch, kann ich sagen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was wird das denn? Warte mal, so, wenn jetzt, da ich ja wie gesagt türkische Blut in den Adern habe. Du hast türkische Blut in den Adern? Ja, Vater ist Türke. Ach so, also geborener Türke sozusagen. Echt? Und das seit ungefähr ein paar Jahren, ja, 30 sozusagen, in Deutschland. So, und jetzt? Und jetzt ist es richtig und jetzt guck dir mal den Bauch an. Was, den Bauch an? Ja. Sozusagen die besten Wünsche noch für dich. Also, muss ich nackend aus? Ich mach mal so. Ja, mach mal, halt mal, so, halt mal. So, go for Istanbul. Ja, und jetzt? Die besten Wünsche. Und warum steht der jetzt auf Schafskäse? Weil eben der halbe Druck, weil Gouda haut er nicht ans Hin. Ach so, also ich habe jetzt irgendwie ein Wortspiel erwartet. Nein. Aber trotzdem, vielen Dank für die Mühe, die du dir gegeben hast. Das war mega Arbeit. Ja, das ist... Und, da sammeln sich auch die Kulturen noch ein bisschen besser an. Ah, okay. Schafskäse-Chi. Sehr gut. Toll. Hast du das ja kein Pflaumen, der eigentlich bis jetzt immer falsch ausgesprochen hat? Was denn? Käse-Chi? Ja, das heißt eigentlich Käse-Chi. Käse-Chi heißt ja es? Käse-Chi. Nervt dich das? Kannst du Türkisch? Ein bisschen. Hallo, wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Ach so, echt? Klingt wie Deutsch. Ja. Nee, nicht mehr, weil Vater hat immer so lange gearbeitet und war größtenteils deutsch erzogen. Ähnlich wie ein Bischof. Ja. Der wurde auch deutsch erzogen. Ach so, okay. Ja, der Bischof. Nein, aber da hast du den Anfang der Sendung nicht gesehen? Der Bischof, der immer 70 Stunden am Tag arbeiten muss? Ach so, ja. 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 So, ja, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Ja, war schön. Nein, du hast natürlich eine Traumkarriere hingelegt, ja. Mhm. Nummer 1 Single, Nummer 1 Album, ja. Und jetzt bist du wieder am Start mit einer neuen Platte und hast auch den Titelsong für die neue Star Search Folge gesungen. Gesungen und auch zur Hälfte mitgeschrieben. Ja. Ach so, schreibst du selber auch die Musik? Songwriter, ja. Oder nur den Text? Da habe ich den Text gemacht und ansonsten auf der Scheibe sind doch
noch die B-Seite sozusagen auch von mir, Musik und Text und die Single ist nicht von mir. Hang On heißt der Song, ne? Hang On ist die Single. Hang On ist Sensational die Single. Ist die Titelmelodie von Star Search. Ah, okay. Gibt's die beide auf zwei Singles jetzt oder wie? Nee, ist, die Single ist Hang On und ist die B-Seite Sensational. Ah, okay, verstehe. Jetzt habe ich's verstanden. Wirst du dann auch, da gibt's ja immer so einen Gastjuror, oder? Bei Star Search. Star Search gibt's immer einen, pro Sendung, glaube ich, einen Gastjuror, ja. Wirst du da auch mal dabei sein? Nee, um Gottes Willen. Ich würde nie über andere Künstler urteilen, mache ich nicht. Wie? Warum denn nicht? Weil. Warum sollen Künstler über Künstler urteilen? Also, ich glaube, das kann jemand machen, der 10 Jahre vielleicht in dem Beruf ist und schon oben, aber. Ja. Da hängt ja auch irgendwie ein komplettes Leben dran. Nee, ist nicht so mein Ding. Ich mache ja meine Musik und urteilen sollen andere. Ich kann auch Künstler über. Ja, Janet Biedermann sitzt auch da. Naja, Biedermann, ich bin ja nicht Biedermann. Ja. Ja, die ist ja auch erst ein paar Jahre dabei. Ja, aber. Die ist doch auch hier, den finde ich gut, den finde ich nicht gut. Ich würde es echt nicht machen. Würdest du es machen? Nein, okay, du hast ja einen. Ich würde es nicht machen. Also das wäre nichts für mich. Ja. Ich hab's ja mit Max leider nicht mit. Hast du schon ein paar von den Leuten gehört, die da jetzt teilnehmen werden? Hast du schon welche singen gehört? Ich habe schon ein bisschen was gehört und kann nichts dazu sagen, weil ich habe nur die Übung gehört, die Gesangsübung. Empfindest du die Kandidaten, die jetzt dabei sind, die da eventuell gewinnen als Konkurrenten? Oder überhaupt nicht. Weil du musst ja so sehen, ich bin auch der erste Casting-Winner, der vielleicht so den Rockweg jetzt geht und ist schon schwer genug irgendwie. Das heißt, es wird ein Album geben jetzt, ein neues? Im September. Und das wird eher in die rockige Abteilung? Wird mehr in die rockige Abteilung gehen, natürlich auch Ballern auf, aber da ich auch selber schreibe, wird schon mehr so, ich sag mal, na, man kann ja keine Vergleiche ziehen. Bon Jovi, Nickelback, so die Ecke. Ja. Und, Handmade Music. Und zu einem großen Teil auch im Ausland produziert, habe ich gehört? Im Ausland produziert nicht. Ich war zum Beispiel in Schweden mal 2 Wochen. Ist da ja Ausland. Stimmt, ja, die haben ja noch Kronen und keine Euros. Und da habe ich ein bisschen mit den Songwritern mal abgeschaut. Weil man sagt ja den Schweden nach Hitfabrik, aber. Ich finde, das ist nicht mehr so. Nee, ganz also, die Schweden vor 5, 6 Jahren haben die mal immer gute Popmusik gemacht, aber da kommt immer der gleiche drin. Ja, die machen nur noch für Britney Spears und Christina Aguilera und das ist ja nicht so meine Richtung. Ja, ich glaube ja, dass du eine Zukunft hast. Du bist jemand, der so nicht diesen üblichen Mainstream-Weg geht und so, der ein bisschen charismatischer ist als die anderen. Ja, man muss sich durchsetzen. Hast du mal die anderen Kollegen kennengelernt von Deutschland sucht den Superstar zum Beispiel? Alexander und Daniel Kübelböck und so? Eigentlich nicht so, weil ich glaube, RTL mag mich nicht so. Warum nicht? Weiß ich nicht. Die machen immer die Kameras aus, wenn sie mich sehen. Ach, tatsächlich? Ja, wirklich. Ja, gut. Dafür fahren ihre Künstler vor Gurkenlaster. Ja? So ist das halt. Ja? Die einen so, die anderen so, wie sie können. Der Clou ist ja, ich habe ja noch vor Daniel den Unfall gehabt. Du hast auch einen Unfall gehabt, ja, stimmt. Du hast noch vor Daniel Unfall gehabt, was bist du? Aber nicht gegen Gurkenlaster. Nee, vor allem habe ich A, einen Führerschein und B, bin ich bei Grün über die Ampel gefahren. Ja. Und dann ist Parot mir in der Reine gebracht. Ach, du warst gar nicht schuld? Nö. Du warst aber verletzt, oder? 4 Rippenbrüche, Schleudertrauma, hier so ein kleines Ding. Ach, das ist auch noch davon? Ist jetzt überschminkt. Macht sich aber für einen Rock'n'Roll-Star gut. Ja, Bad Guy Image. Ja. Sieht gut aus. Steht dir gut. Also ich glaube, das trägt auch zum künftigen Erfolg. Ja, immer noch besser als viel, was ich sehe. Ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Glück, viel Erfolg. Danke. Und bitte gehen Sie in den Laden, kaufen Sie die Platte von Martin Kesici. Hang On! Vielen Dank, Martin Kesici. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, einer unserer Mitarbeiter, der sehr, sehr kamerageil ist, der immer wieder hier nach vorne möchte und dem wir auch immer wieder die Chance geben, sich hier zu beweisen, ist heute wieder da. Es ist Günni und er hat eine weitere letzte Chance verdient. Bitte begrüßen Sie recht herzlich Günni, meine Damen und Herren. Sie können gleich abstimmen mit den Geräten, die Sie an Ihren Stühlen haben, meine Damen und Herren, ob Günni noch einmal ran darf und ein kleines Filmchen für Sie drehen darf. Was hast du dieses Mal gemacht? Ja, ich bin jetzt zum 10. Mal schon dabei. Es ist schon das 10. Mal heute? Ja. Das heißt, beim letzten Mal war es aber eng. Beim letzten Mal war es sein können. Es war total beschissen. Wenn Ihnen der Beitrag nicht gefällt, drücken Sie gleich den Knopf, den ich Ihnen sage. Ja? Und dann werden Sie ihn nie wiedersehen. Ja?
So einfach ist das. Das ist basisdemokratisch, was wir hier veranstalten. Wenn Ihnen das gefällt, was er gemacht hat, dann drücken Sie auf den anderen Knopf, den ich Ihnen dann gleich sage. Was hast du heute gemacht? Heute habe ich in einem Kiosk gedreht, ja, habe mich als Besitzer ausgegeben und eben ja, versucht, so Alltagssituationen ins Absurde zu drehen. Okay. Und ja, ich hoffe, es wird besser. Ne? Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ja, beim letzten Mal hat es etwas geholpert. Dieses Mal sieht es ganz gut aus. Wir schauen uns das mal an. Und zwar Günni im Kiosk. Bitte schön. Gibt es hier einen neuen Besitzer? Mich? Ja? Ja, ja. Aha. Wo ist denn der Alte hin? Das sage ich nicht. Wieso? Sitzt geknebelt im Keller. Glaube ich nicht. Nee, Spaß, habe ich schon weggebracht. Wen weggebracht? Den Besitzer. Mhm. Ist nicht mehr da. Kommt auch nie mehr wieder. Kommt nie mehr wieder? Oh, das ist aber eine schlechte Prognose, oder? Aber eine todsichere. Mhm. 1,75. Kurz Moment bitte, ich muss mal kurz in den Keller runter. Ja, was heißt? Moment. So, Quelle 8 einmal und den Riegel. Ich bringe ihn hier raus. Ich bringe ihn hier raus. Das mache ich. Das ist mein Service. Dafür bin ich da. Das ist meins. Das mache ich. So. Machen Sie gerade mal die Tür auf. So. Ja. Soweit. Günnis letzte Chance. Sie können jetzt Ihre Geräte zur Abstimmung nehmen. Bei sich an den Sitzen. Schauen Sie mal, bei sich an den Sitzen haben wir so kleine Geräte, die Sie zur Hand nehmen. Sie haben nicht alle eins, aber der Großteil des Publikums hat diese Geräte. Wenn Sie sagen, ja, der Günni hat das gut gemacht, der darf das nochmal machen, dann drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie sagen, nee, bloß nicht nochmal, ja, dann drücken Sie bitte die 2 und bitte drücken Sie jetzt. So, dann bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt, Günni. Ja. Ich glaube, heute könnte es gut für dich ausgehen. Ich hoffe, ja. Ja. Oh, das sieht gut aus. Bestanden! Merci. Ja, das heißt, Sie sehen Günni noch mal wieder. Sie sehen Günni noch mal wieder und jetzt nach TV Total kommt die ProSieben-Sendung Die Selberbauer, das Blockhaus-Puzzle und morgen bei uns zu Gast Kati Karnbauer und Christian Tramitz. So, in diesem Sinne, schönen Abend noch, das war's für heute, vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss, bis morgen.